Ich habe für heute den Plan, dass wir uns durch Umkehrhaltung ein bisschen durchbewegen, uns natürlich warm machen, uns biegen und, das hätte ich gesagt, brechen in alle Richtungen. Aber wir wollen ja nicht durchbrechen, sondern uns lieber biegen und gucken, dass wir den ganzen Körper mobilisiert haben. Es ist keine dramatische Umkehrhaltung. Umkehrhaltung beginnt schon in der Stellung des Kindes, über den herabschauenden Hund. Einfach alles Haltung in deiner Vorstellung, wo das Herz über dem Kopf ausgerichtet ist. Das heißt auch einfach Umkehrhaltung geben dir manchmal so diesen Kick. Ja, ich bin total gut drauf, ich bin glücklich, ich habe den Mut gehabt, mich, was weiß ich, zum Beispiel im Kopfstand, was jetzt nicht unbedingt sein muss, aber einfach umgekehrt der Welt zugewandt und im yogischen Sinne auch irgendwo eine neue Erfahrung gemacht, einfach mal die Perspektive gewechselt, um zu sehen, aha, vielleicht gibt es mir einen anderen Input auf die Dinge, egal wie sie jetzt für dich sind, auszurichten. Genau, und so ein Nebeneffekt bei Umkehrhaltung ist auch, dass manche sagen, das Anti-Aging-Gefühl, was entsteht. Also für mich ist der Begriff Happy Aging irgendwie viel passender, einfach dieses Glücksgefühl, nicht in der Art und Weise, also du hast jetzt keine Falten mehr, was natürlich schon irgendwo das ausmacht, aber einfach dieses Happy Aging, ich fühle mich jetzt saugut dabei. Genau. Und dann Hilfsmittel, würde ich sagen, brauchen wir heute nicht wirklich. Dann finde deinen Sitz. Schau, dass du bequem aufgerichtet ankommst, gerne die Füße voreinander ablegst, ein einfacher Sukhasana findest, die Augen schließt. Gerne einmal die Schultern hochziehst zu den Ohren und sie über hinten nach unten entspannst. Und so jetzt in deinem Sitz ankommst. Deinen Körper wahrnimmst. Einfach mal fühlst, wie es dir jetzt gerade geht. Dann gerne einen Moment deinem Atem zuwendest. Ihm einfach nur zuschaust. Dich auf deinen Atem einfach konzentrierst. Ohne ihn zu verändern, was nicht immer ganz einfach ist. Dieses Geben und Nehmen deines Atems zu fühlen, wahrzunehmen. Wenn du einatmest, denk los. Wenn du ausatmest, lassen. Einatmen, los. Ausatmen, lassen. Gerne noch ein paar Atemzüge, verbunden mit diesem Mantra. Los, lassen. Dann, wenn du das nächste Mal ausgeatmet hast, löst die Arme mit dem nächsten Einatmen über die Seite, nimm sie hoch zum Himmel. Die Hände finden sich mit dem Ausatmen über Stirn, Kehlkopf, vor dein Herz. Atme die Hände ein, hoch zum Himmel. Löse sie voneinander mit dem Ausatmen, lass die Arme mit den Fingerkuppen Richtung Erde sinken. Warte auf den Einatmen, nimm die Arme noch einmal über die Seite nach oben. Und mit dem Ausatmen setz die Hände vor dir auf, roll über deine Knie, wenn du kannst, und sink die Sohlen deiner Füße. Leg
Fuß oder nicht abschütteln lassen. Sehen auch der Gesäß. Herz. Kann man lass los. Setz die Hände von hier aus auf und komm mit dem nächsten Einatmen den Vierfüßler nach oben, die Hände unter den Schultern aufgesetzt, die Knie unter deinem Becken, gerne die Zehen aufgestellt. Und dann atme ein, nimm dein rechtes Bein nach hinten, streck es aus. Atme aus, verbinde Knie und Nasenspitze. Einatmen, streck dein Bein aus, löst den linken Arm nach vorne, mach dich lang. Ausatmen, Knie, Ellenbogen, Nasenspitze treffen sich. Einatmen, strahl. Und ausatmen, mach dich ganz klein. Einatmen, noch einmal strahl. Und ausatmen, finde noch einmal dein Zentrum hier, streck dich ein letztes Mal lang. Und dann setz die Hand, dein Knie zurück zum Boden. Wechsel zur linken Seite, dein Einatmen hebt dein linkes Bein nach hinten. Dein Ausatmen verbindet Knie und Nasenspitze, einatmen, streck. Ausatmen, mach dich klein. Einatmen, streck dein Bein und löst den rechten Arm nach vorne. Ausatmen, Knie, Ellbogen, Nasenspitze, einatmen, mach dich lang. Und aus, noch einmal klein. Ein, mach dich lang, setz von hier aus die Hand, dein Knie zurück zum Boden und leg die Fußrücken ab und schieb dein Gesäß Richtung Fersen, leg die Stirn, leg die Unterarme für einen Moment ab. Noch hier, ganz bewusst, vielleicht ein paar Atemzüge, ein, los, aus, lassen. In deinem Atemrhythmus. Nach deinem nächsten Ausatmen setz die Hände wieder ganz bewusst auf. Heb die Arme, heb die Stirn ein Stück weg und komm mit einem runden Rücken Katzenbuckel in deinen Vierfüßler. Heb dein Herz mit dem Ausatmen, schieb dein Gesäß Richtung Fersen. Einatmen über einen Katzenbuckel, komm vor, bring die Schultern etwas vor deine Hände, lass dein Becken ein Stück sinken, gar noch nicht zu viel. Heb dein Becken erst wieder hoch und schieb dein Gesäß Richtung Fersen. Komm mit einem runden Rücken wieder nach oben. Die Schultern wollen vor deine Hände, dein Becken ein Stück tiefer. Drück die Hände in den Boden, heb dein Herz. Saug die Bauchdecke wieder nach innen, schieb dein Gesäß zu den Fersen, atme aus. Einatmen über einen Katzenbuckel, lass dein Becken noch einmal sinken. Heb dein Herz, Nacken bleibt lang. Ausatmen, dein Gesäß Richtung Fersen, stell die Zehen wieder auf. Komm mit dem nächsten Einatmen in den Vierfüßler, die Schultern etwas vor deine Hände, heb die Knie und schieb dich über die gebeugten Beine steil nach oben. Finde den herabschauenden Hund. Und dann gerne geh ein paar Schritte in deinem Hund spazieren, beweg die Gelenke, Fußgelenke, Kniegelenke, Becken, Schultergelenke, alles, was du bewegen kannst, auch den Kopf. Nimm mit von rechts nach links. Vielleicht findest du ein lächelndes Gesicht. Ich habe eins. Und dann bleib in deinem Hund. Spür, wie die Hände zueinander ziehen, die Oberarme auseinander schieben. Die Knochen hinter deinen Ohren, schieb noch einmal ein Stück nach vorne, sodass dein Blick Richtung Erde landet. Zieh die Bauchdecke sanft nach innen, heb die Sitzbeinhöcker und roll dein Steißbein Richtung Kniekehlen, entspann die Fersen Richtung Matte. Atme hier ein, roll über die Zehen nach vorne, bring die Schultern über die Handgelenke, schiefe Ebene. Über den Kontakt zur Körpermitte, roll über die Zehen wieder zurück in den herabschauenden Hund.
Einatme noch einmal, roll genüsslich vor in die schiefe Ebene hier. Aus in den herabschauenden Hund. Atme ein, schiefe Ebene. Beug die Beine an, schieb dein Becken nach hinten zurück in den herabschauenden Hund. Einatme noch einmal, roll vor. Über die gebeugten Beine zurück mit dem Ausatmen in den herabschauenden Hund. Eine letzte Runde, fließ nach vorne und wieder zurück, beug die Beine in den herabschauenden Hund. Bring den Blick nach vorne und komm in kleinen Schritten nach vorne. Lass dir Zeit, zwischen deinen Händen anzukommen, in die Vorbeuge, gerne gebeugte Beine einzutauchen. Kopf entspannen, die Schultern. Einfach einen Moment mal alles hängen lassen, loslassen. Setz die Hände auf, beug die Beine, heb dein Herz, halbe Vorbeuge. Ausatmend, heb dein Becken wieder hoch, zurück herab. Vorbeuge. Einatmend, halbe Vorbeuge. Und dein Ausatmen, noch einmal die Vorbeuge. Einatmend, halbe Vorbeuge, löst die Arme, nimmst über die Seite nach oben, führst sie hoch zum Himmel. Mit den Händen über Stirn, Kehlkopf, vor dein Herz. Spann die Arme neben deinen Körper. Nimm die Arme einatmend über die Seite weit nach oben. Mit dem Ausatmen lass die Arme neben deinen Körper zurücksinken. Noch einmal tiefer einatmen, hier nimm die Arme hoch. Ausatmen, bring die Hände vor dein Herz. Atme hier ein, die Arme in eine Kerzenleuchterhaltung. Heb dein Herz. Streck die Arme lang, tauch aus, atme den Utkatasana tief. Mit dem Einatmen falte die Hände hinter deinem Rücken zueinander. Heb dein Herz. Ausatmen über dein Herz, tauch in die Vorbeuge ein. Einatmen die Hände zum Boden, heb den rechten Fuß nach hinten, komm in den Ausfallschritt. Schiefe Ebene, linkes Bein dazu. Setz die Knie zum Boden ab. Herz schiebt nach vorne. Becken, Brustkorb, Kinn kommen die Bauchlage an. Einatmen deine kleine Kobra. Und ein Ausatmen dein Gesäß über die Fersen in den herabschauenden Hund. Hebe mit dem Einatmen dein rechtes Bein. Öffne die Hüfte. Lass die Ferse zum Popo sinken. Schau, die Schultern bleiben auf einer Linie und die linke Ferse sinkt tief. Atme hier. Streck dein Bein erst wieder aus, dreh den inneren Oberschenkel nach innen, bring den Blick nach vorne und setz genau dort deinen Fuß zwischen deine Hände auf oder hilf ihm nach. Dein hinterer Fuß gibt dir den Kick, dein Becken nach vorne zu bringen. Der linke Fuß folgt dem rechten und du tauchst in die Vorbeuge ein. Halbe Vorbeuge, löst die Arme über die Seite, nimm sie hoch. Mit dem Ausatmen bring die Hände vor dein Herz. Für die andere Seite öffne dein Herz. Kleine Rückbeuge hier. Streck die Arme, tauch in Utkatasana tief. Falte die Hände hinter deinem Rücken zueinander, heb dein Herz und tauch ausatmen tief. Einatmen, setz die Hände zum Boden, löst den linken Fuß nach hinten. Schiebe eben ein rechtes Bein dazu. Halbes Chaturanga Richtung Erde, leg dich ab. Tauch auf, kleine Kobra. Ausatmen über ein angedeutetes Kind in den herabschauenden Hund. Heb mit dem Einatmen dein linkes Bein. Öffne, lass die Ferse zum Popo sinken. Streck dich, erde die rechte Ferse. Bleib einen Moment hier, dein linkes Knie, der höchste Punkt. Hier in dieser Haltung, genau, atme. Streck dein Bein erst wieder lang, dreh den inneren Oberschenkel nach innen, bring den Blick nach vorne und lass den Fuß zwischen den Händen ankommen. Kleiner Kick vor, rechts zu links. Komm in die Vorbeuge an. Halbe Vorbeuge, die Arme lösen sich über die Seite, du richtest dich auf und bringst die Hände vor dein Herz.
Dein Einatmen, öffne dich. Ausatmen, setz dich in Utkatasana tief. Einatmen, falte die Hände hinter deinem Rücken, heb dein Herz. Ausatmen, tauche den. Einatmen, setz die Hände zum Boden, löst den rechten Fuß nach hinten, komm in den Ausfallschritt. Löst die Arme, streck sie erst nach hinten aus. Atme beide Arme in die Aufrichtung, komm hier an. Greif mit der rechten Hand nach deinem linken Handgelenk und lehn dich zur rechten Seite. Komm mit dem Einatmen zurück, wechsel die Handgelenke und lehn dich nach links. Atme ein, zurück in die Mitte. Ausatmen, falte die Hände hinter deinem Rücken zueinander. Atme noch einmal ein und wachs über dein Becken. Sanfte Rückbeuge hier. Ausatmen, nimm die Hände wieder hoch zum Himmel. Setze zurück zum vorderen Fuß. Die rechte Hand bleibt am Boden, wenn du den linken Arm langsam über hinten nach oben zur Decke ausstreckst. Hier einen Moment in dieser Drehung ankommst. Schaust dein Becken gelevelt. Die Knochen hinter deinen Ohren schieb nach vorne. Atme hier. Mit dem Ausatmen beug deinen Arm an und tauch mit dem Ellenbogen zur Innenseite vorderer Fuß. Einatmend öffne. Gebeugter Arm tief mit dem Ellenbogen. Ein öffnen. Ein letztes Mal gebeugter Arm tief. Öffne dich ein letztes Mal. Und lass den Arm über vorne zurück zum vorderen Fuß ankommen. Und komm von hier aus in die schiefe Ebene. Über Chaturanga, halbes Chaturanga, deine Weise in die Bauchlage. Kleine Kobra, atme ein. Der herabschauende Hund, atme aus. Heb einatmen dein rechtes Bein. Öffnen, entspann die Ferse zum Popo. Und bleib einen Moment hier. Lass die linke Ferse wieder sinken. Lass die Schultern auf einer Linie. Öffne dich über dein Becken. Und vielleicht komm in den Rockstar. Lass den rechten Fuß zur linken Seite deiner Matte sinken. Rechtes Bein gebeugt, linkes gestreckt. Öffne dich. Lass es eine Rückbeuge hier sein. Atme. Von hier aus nimm die Hand zurück. Unter deine Schulter, streck dein linkes, rechtes Bein noch einmal zur Decke hoch und verbinde Knie und Nasenspitze, mach dich klein. Einatmen, streck dein Bein. Ausatmen, bring den Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Links dazu. Komm in die Vorbeuge an. Die halbe Vorbeuge, wachs zum Himmel, nimm die Arme hoch. Ausatmen, die Hände vor dein Herz. Einatmen, lass deine Rückbeuge hier wieder entstehen. Ausatmen, setz dich tief. Falte die Hände hinter deinem Rücken zueinander, heb dein Herz. Atme aus, komm in die Taucherdehnung an. Einatmen, setz die Hände zum Boden, löst den linken Fuß nach hinten. Komm in den Ausfallschritt an. Komm von hier aus in den herabschauenden Hund. Wir haben den Rockstar zu dieser Seite vergessen. Heb dein linkes Bein zum Himmel hoch. Öffne die Hüfte, lass die Ferse zum Popo sinken. Und langsam lass den Fuß zur rechten Mattenseite ankommen. Noch einmal heb dein Becken, öffne dein Herz. Und vielleicht ist es eine Rückbeuge hier. Komm wieder langsam zurück. Setz die Hand unter deine Schulter, heb dein linkes Bein noch einmal hoch. Und verbinde Knie und Nasenspitze. Einatmen, streck dich noch einmal lang. Und ausatmen für den linken Fuß zwischen deine Hände. Bring rechts dazu und tauch in deine Vorbeuge ein. Über die halbe Vorbeuge ist es dein Einatmen, der dich nach oben bringt. Und dein Ausatmen, bring die Hände vor dein Herz. So sind wir wieder gleich. Spann die Arme, atme beide Arme hoch. Aus, bring die Hände vor dein Herz. Einatmen, lass deine Rückbeuge hier entstehen. Streck die Arme wieder hoch und tauch in Utkatasana tief. Falte die Hände, heb dein Herz, du weißt, was kommt.
Tauch tief in deine Vorbeuge ein. Lass die Hände, wo sie sind, und finde eine halbe Vorbeuge. Becken tief, erde den rechten Fuß, löst den linken Fuß weit nach hinten. Komm in den Ausfallschritt und von dort aus komm in deine Aufrichtung an. Bleib einen Moment hier, komm an. Dein nächster Ausatmen lässt dich in diese Verbeugung eintauchen, die rechte Schulter zur Innenseite, rechtes Bein und gerne einen Moment den Blick nach hinten ausgerichtet. Und vielleicht magst du hier bleiben oder ein Stück weiter gehen, den Blick Richtung vorderes Ende der Matte bringen, den rechten Arm unter deinem rechten Bein nach hinten durchzustrecken und den linken Arm wie Vogelflügel, den Blick nach vorne, halte die Balance hier. Setz von hier aus die rechte Hand zur Innenseite, vorderer Fuß. Dreh die hintere Ferse zum Boden, streck dein rechtes Bein. Und vielleicht musst du die rechte Hand zum Schienbein absetzen. Für Trikonasana dein Becken öffnen. Wirbelsäule lang strecken, um vielleicht den linken Arm zur Decke auszurichten. Aber schau, die Beine mikrogebeugt. Dein Becken geöffnet, beide Seiten des Körpers gleich lang und finde den Raum zwischen den Fingerspitzen. Auch hier achte auf einen langen Nacken. Atme. Beug dein vorderes Bein langsam tief. Fächer die linke Hand, die rechte Hand zum vorderen Fuß. Heb die hintere Ferse hoch und dreh dich noch einmal mit dem rechten Arm über hinten nach oben. Bleib einen Moment hier. Atme durch. Nimm den Arm langsam nach vorne zurück zum vorderen Fuß und finde den Liegestütz hier. Über Chaturanga. Tauch langsam tief, leg dich ab. Schlängel dich vor, vielleicht etwas mehr Druck auf deine Hände. Heb dein Herz, Ellenbogen angewinkelt, hohe Kobra. Ausatmen dein Gesäß über die Fersen in den herabschauenden Hund. Heb mit dem Einatmen dein rechtes Bein. Open, bend and stretch. Für einen Moment, komm an. Streck dein Bein wieder aus. Dreh den inneren Oberschenkel nach innen und verbinde Knie und Nasenspitze. Mach dich klein. Einatmen, streck dein Bein. Ausatmen, setz den rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Bring links dazu. Tauch in die Vorbeuge ein. Halbe Vorbeuge, richte dich auf, die Arme hoch zum Himmel. Mit dem Ausatmen die Hände vor dein Herz. Einatmend finde diese Offenheit. Ausatmend in den Blitz, setz dich tief. Falte die Hände, einatmend heb dein Herz. Und ausatmend Vorbeuge. Einatmend Becken tief, erde den rechten Fuß. Den linken Fuß, heb den rechten und nimm dein Bein lang nach hinten, setz den Fuß auf und komm in deine Aufrichtung an. Noch einmal fühl die Füße, die zueinander ziehen. Wachs über dein Herz, komm in eine sanfte Rückbeuge hier an. Von hier aus, dein Ausatmen bringt dich in Devotional. Schenke diese kleine Verbeugung. Auch hier dein Herz, deinem Verstand übergeordnet. Atme ein und aus. Vielleicht bleibst du hier oder löst den linken Arm, die Schulter unter den Oberschenkel, streck den Arm nach hinten wie Vogelflügel, den Blick nach vorne. Halte die Balance. Atme. Und egal wo du bist, setz die linke Hand zur Innenseite vom vorderen Fuß. Erde die hintere Ferse, streck dein vorderes Bein vielleicht, krabbel mit der Hand etwas nach oben und finde dein Dreieck ganz bewusst. Fühl die Qualitäten, die Offenheit zu allen Seiten des Körpers. Atme. Beug dein vorderes Bein wieder an. Fächer die rechte Hand zum vorderen Fuß, heb die hintere Ferse, der linke Arm über hinten. Nimm ihn langsam wieder nach oben, bleib in dieser Öffnung hier.
Über vorne nach unten, setz die Hand zum Boden und finde den Liegestütz. Über Chaturanga, tauch langsam tief, es ist deine Weise, Cobra, heraufschauender Hund. Wir treffen uns im herabschauenden Hund. Heb dein linkes Bein hoch, öffne die Hüfte, Ferse entspannt sich zum Popo, rechte Ferse zur Matte, atme. Streck dein Bein wieder aus, dreh den inneren Oberschenkel nach innen und verbinde Knie und Nasenspitze, mach dich klein. Einatmen, strecken und ausatmen, noch einmal zentriere dich zu deiner Mitte, heb dein Bein noch einmal hoch und führe den Fuß nach vorne. Zwischen deine Hände. Bring rechts dazu und komm in deine Vorbeuge an. Über die halbe Vorbeuge atme ein. Löse die Arme über die Seite, nimm sie hoch zum Himmel. Mit dem Ausatmen finden die Hände dein Herz. Atme ein, komm in eine Rückbeuge. Ausatmen, finde wieder dein Zentrum, setz dich tief. Falte die Hände hinter deinem Rücken. Heb dein Herz. Atme aus, tauche hin. Einatmen, setz dich wieder tiefer, die Hände zum Boden. Löse den rechten Fuß nach hinten, komm in den Ausfallschritt. Schiefe Ebene, linkes Bein dazu. Heb dein Becken hoch und komm in den herabschauenden Hund. Roll einatmen nach vorne in die schiefe Ebene, beug die Beine, schieb dein Becken nach hinten, der herabschauende Hund. Noch einmal mehr die Welle, einatmen vor und ausatmen wieder weit zurück. Bleib einen Moment hier, komm an. Lass die Knie sinken, lass die Zehen aufgestellt und schieb dein Gesäß Richtung Fersen. Atme ein, roll nach oben in den Vierfüßler, die Schulter etwas vor deine Hände, dein Becken sinkt. Heb dein Herz hier hoch. Zurück in die Stellung des Kindes. Komm an. Löse die Arme und streck sie für einen Moment neben deinem Körper nach hinten. Lass einfach die Stirn ankommen. Lass los. Und dann entscheide, ob die Fußrücken abgelegt sind, die Zehen aufgestellt. Einfach finde deine Variante oder probier aus und falte die Hände auf deinem Kreuzbein zueinander. Und dann nimm den Kopf ein Stück nach vorne, sodass dein Nacken richtig schön lang ist. Und dann rollst du dich auf die Vorderseite von deiner Schädeldecke, hebst dein Gesäß und findest diese Position, die dir den Kopf jetzt gut tut, auch deinen Nacken, deine Wirbelsäule, und nimmst die Arme hoch zum Himmel. Findest den Hasen. Ganz bewusst schau, dass dein Gewicht nicht nur auf deinen Kopf liegt, sondern auch zu den Knien und Füßen. Atme hier ein und aus. Und dann langsam roll dich wieder ab. Dein Gesäß Richtung Fersen, gerne die Füße abgelegt, für einen Moment die Stellung des Kindes. Auch hier noch einmal die Umkehrhaltung wahrnehmen. Perspektive wechseln, vielleicht neue Ideen daraus gewinnen. Dann nimm die Arme wieder gestreckt nach vorne, setz die Hände auf. Und komm mit dem nächsten Einatmen in den Vierfüßler, stell die Zehen auf, heb die Knie, schieb dein Becken wieder steil nach oben. Finde den herabschauenden Hund. Atme ein, schiefe Ebene. Atme aus, deine Weise Richtung Erde, in die Bauchlage, leg dich ab. Kleine Kobra, schlängel dich vor. Ausatmen über ein angedeutetes Kind. In den herabschauenden Hund finde hier wieder. Schließ die Füße zueinander, bring den Blick zwischen die Hände, beug die Beine und spring mit den Füßen zwischen deinen Händen durch und setz dich auf deine Matte. Ich brauche schnell was für meinen Popo.
Genau, trinken ist auch erlaubt. Genau. Wir gehen von hier aus in Navasana, das Boot. Und zwar setz dich bequem, richte dich auf, die Füße vor dir aufgestellt. Und dann roll dich etwas hinter deine Sitzbeinhöcker und heb die Füße. Heb die Unterschenkel an. Bring sie parallel zum Boden, die Hände gerne noch zu deinen Kniekehlen ausgerichtet oder Oberschenkel. Wachs über dein Herz, richte dich hier auf. Atme. Und vielleicht finde die Position, die Arme zu lösen, aufgerichtet hier zu bleiben. Vielleicht streck ein Bein, winkel es an. Streck das andere Bein, winkel es an. Vielleicht streck die Arme und streck die Beine, finde das ganze Boot, atme und nimm die Fersen Richtung Popo. Umarm mit beiden Armen deine Beine, die Füße schweben, zieh die Oberschenkel zu dir heran und weil Ostern ist, finde das kosmische Ei. Entspann die Stirn Richtung deiner Knie. Lass los. Atme und fühl das Universum um dich herum. Uns bewusst die Größe, die Weite und fühl dich als Bestandteil des großen Ganzen. Und dann ist es dein Einatmen, der dich wieder strahlen lässt in alle Richtungen. Finde noch einmal dein Boot. Noch einmal mach dich ganz klein, ganz rund. Einatmen, noch einmal ausstrahlen. Ein letztes Mal, mach dich klein, mach dich rund. Setz die Füße auf. Bring die Stirn für einen Moment auf deine Knie. Lass los. Von hier aus roll dich langsam nach oben zurück. Überkreuz deine Beine. Wenn du kannst, roll über deine Knie zurück in deinen Vierfüßler. Und von deinem Vierfüßler heb die Knie zurück in den herabschauenden Hund. Atme ein in die schiefe Ebene. Atme aus in den herabschauenden Hund. Atme ein in die schiefe Ebene, bleib. Und vielleicht probier aus. Du kannst auch jederzeit, ich zeig die Variante mit den Knien am Boden. Die Variante ist, du kommst in Chaturanga, schwebst auf Höhe deiner Oberarm, streckst die Arme wieder lang und schiebst dein Gesäß zurück zu den Fersen. Das in der Wiederholung dreimal. Oder du kommst in die schiefe Ebene, kommst über Chaturanga tief, streckst die Arme wieder lang, schiebst dein Gesäß Richtung Fersen, die Knie schweben, kleine Hopser hoch. Komm wieder nach vorne in die schiefe Ebene. Chaturanga tief. Streck die Arme wieder lang. Angebeugte Beine, dein Gesäß nach hinten, kleine Hopser hier. Wieder nach vorne. Gerne in deiner Weise. Zwei, dreimal. Du kannst auch wechseln. Vielleicht ist die Variante hier mit den Knien am Boden heute für dich gut. Dann bleib da. Ein letztes Mal. Und dann bleib einen Moment in der Stellung des Kindes. Gerne leg die Hände unter deine Stirn. Ist ganz entspannt für einen Moment. Einfach los. Vielleicht noch einmal einatmend los und ausatmend lassen. Finde für einen Moment die Ruhe und die Vorbereitung für den Clown. Vielleicht kennst du diese Haltung. Und dann lass es dein Einatmen sein, der dich nach oben bringt. In deinen Fersensitz. Ich beschreibe es euch einmal kurz und
Du probierst aus oder genießt einfach, dass du zuschauen kannst. Entscheide für dich. Die Position deiner Hände ist schulterweit, gerne auch etwas mehr als schulterweit. Du stellst jetzt vor und zeichnest in Gedanken ein Dreieck, ein gleichschenkliges, genau. Und der Punkt oben, wo die Spitzen sich, wo die geraden Linien sich treffen, da kommt dein Kopf hin. Das heißt, wirklich großzügig. Es nützt dir nichts, wenn der Kopf zwischen deinen Händen sitzt. Sondern der Moment, natürlich jetzt deinen Kopf nach vorne aufzusetzen, erfordert etwas Mut. Aber das ist die Qualität von Umkehrhaltung, um durch den Mut einfach glücklich zu sein. Genau, und wenn du dir dein gleichschenkliges Dreieck vorgestellt hast, stellst du den Kopf auf. Musst vielleicht mit den Knien etwas näher wandern. Es ist ungefähr der Punkt, der ist etwas vor, nach vorne versetzt, also nicht direkt die Mitte, sondern es ist eigentlich die Fontanelle, wo der Kopfstand geschieht. Das ist der Punkt, wo, das, wo die Babys ganz weich sind, wenn sie auf die Welt kommen, gell? Genau. Und so setzt du deinen Kopf auf. Die Hände aufgesetzt, aufgefächert wie kleine Sonnen und die Tendenz deiner Ellenbogen ist zur Körpermitte. Das heißt, wenn die da außen sind, wirst du keine Möglichkeit haben, dich zu halten. Das heißt, finde wieder diese Mittellinie, die Arme stark und dann heb deine Knie und vielleicht leg ein Knie zum Oberarm, leg das andere Knie zum Oberarm und wenn es wackelt, ups, bring die Fußsohlen zueinander und schenk dir Applaus. Und schon lachen wir, juhu! Genau, und das Gleiche, einfach langsam wieder absetzen, Knie absetzen, lass dir wirklich die Zeit und vergiss niemals deine Körpermitte. Wir probieren. Setz die Hände wieder auf, zeichne dein gleichschenkliges Dreieck und hab den Mut, wirklich den Kopf nach vorne aufzusetzen. Genau. Und jetzt nimm deine Knie etwas näher. Heb dein Gesäß. Die Ellenbogen ziehen tendenziell zueinander. Du krabbelst mit den Füßen näher und legst vielleicht ein Knie zum Oberarm ab. Achso, ich darf ihn anfassen. Ups. Darf ich? Okay. Ich gebe jetzt einfach eine kleine Hilfestellung. Genau. Genau. Die Füße zusammenklatschen hat die Wirkung, einfach auch hier die Mitte zu finden. Deswegen habe ich es getan. Genau. Super gut. Juhu. Okay. Und alles nur Spaß. Genau, wenn du wieder aufgelöst hast, setz dich für einen Moment in deinen Fersensitz, nimm die Hände zum Herzen, schließ einen kurzen Moment die Augen, spür nach. Und es ist gar nicht wichtig, wie weit, dass du in der Haltung gekommen bist, sondern einfach die Erfahrung, die du gemacht hast, für dich anzunehmen, dass es so ist. Ganz wertfrei durchzuatmen. Die Perspektive, die du eingenommen hast, für dich einen Moment wirken zu lassen. Zu lächeln. Und dann löse auf, setz dich neben deine Füße und nimm beide Beine nach vorne. Finde eine Grätsche. Lass es eine für dich bequeme Grätsche sein. Schließ noch einmal kurz die Augen und fühl deine Beinrückseite ganz bewusst. Die Füße so aktiv, als ob du auf dem Boden stehen
würdest, die vier Punkte, nimm bewusst wahr, große Ballen, kleinste Ballen, Außen- und Innenkante deiner Ferse, dass die Kniekehlen Richtung Erde sinken, verwurzel dich über deine Sitzbeinhöcker und wachst für einen Moment über dein Herz. Löst mit dem Einatmen beide Arme, nimm sie hoch zum Himmel. Mit dem Ausatmen langsam lehn dich vor, kipp dich über dein Becken nach vorne. Finde erst diese Länge, die optimale Länge in deiner Wirbelsäule. Vielleicht ist es noch ganz anstrengend. Aber dann ist der Punkt gekommen, wo du deine Hände langsam zum Boden absetzt. Die Hände, die zueinander ziehen, schieben die Oberarme auseinander, sodass dein Herz nach vorne wachsen kann. Und du mit jedem Ausatmen tiefer sinkst. Jeder Einatmen streckt dich. Jeder Ausatmen bringt dich noch ein Stück tiefer hier. Und es ist ganz egal, vielleicht ist deine Vorbeuge heute hier, in den gestreckten Armen, alles wunderbar. Vielleicht sind es die Unterarme, die du abgelegt hast, wunderbar, dann bleib hier. Oder vielleicht legst du den Bauch, den Brustkorb und irgendwann ist es dein Gesicht, was du zum Boden ablegst, aber es ist egal. Kein besser oder schlechter. Es ist deine Vorbeuge. Und du erinnerst dich daran, deine Füße aktiv zu halten, die Zehen noch einmal heranzuziehen, die Fersen in den Boden zu graben und durchzuatmen. Und vielleicht ein das Mantra los und aus das Mantra lassen. Einfach noch ein paar Mal hier durchzuatmen, die Augen zu schließen und bewusst bei dir zu sein. Und dann ist es dein Einatmen, der dich langsam wieder Stück für Stück aufrichtet, vielleicht mit Hilfe deiner Hände. Und dann winkelst du dein linkes, rechtes Bein an und bringst die Fußsohle zur Innenseite von deinem linken Oberschenkel. Richtest dich hier noch einmal bewusst auf, wartest auf den Einatmen, nimmst die Arme hoch zum Himmel. Und dein Ausatmen tritt den Brustkorb zur rechten Seite, die linke Hand wandert zum Oberschenkel, die rechte Hand setzt gerne auf den Fingerspitzen hinter dir auf. Und fühl bewusst die Aufrichtung. Vielleicht schau die Vorstellung von deinem rechten Schulterblatt, was nach hinten sich öffnet, mehr und mehr dein Brustkorb folgt, dein Atem dich bei dieser Drehung bewusst unterstützt. Einatmend aufrichten, ausatmend sanft drehen. Jawohl. Komm langsam wieder in die Mitte an. Löse dein rechtes Bein, strecke es zur Seite aus. Winkel dein linkes Bein an. Finde deinen Sitz, finde erst wieder die Aufrichtung. Beide Beine aktiv, nimm die Arme hoch. Dreh dich nach links. Finde so viel Drehung, die dir gut tut. Becken stabil, die Drehung über deinen Brustkorb. Genieß diese Massage zu deinen Organen. Fühl sie ausgerungen wie ein Schwamm. Alles, was du jetzt nicht mehr brauchst, lass los. Und dann atme ein, fühl die neue Energie in deinen Körper zurückkommen. Löse dein linkes Bein. Stell die Füße zum vorderen Ende deiner Matte auf. Leg dich auf deine Unterarme nach hinten ab. Stell die Füße mattenweit auf und lass ein paar Mal deine Knie von rechts nach links sinken. Schau dieser Bewegung zu, dein Becken, was sich hebt, die Wirbelsäule, die sich dreht.
Einfach ein paar Mal hin und her schaukeln. Und dann irgendwann lass deine Knie nach oben ausgerichtet und leg dich zurück in die Rückenlage. Stell die Füße hinter deinem Gesäß auf. Eine letzte Umkehrhaltung hier noch einmal zu finden für die Schulterbrücke, die Arme neben deinem Körper ausgestreckt. Wir gehen ein bisschen in einer anderen Weise, über andere Ausrichtungsprinzipien in die Schulterbrücke. Die Hände verwurzelt, deine Füße verwurzelt. Schau, als ob sie zueinander ziehen, die Füße und deine Hände die Mitte finden. Dann hebst du deinen Kopf etwas an und schiebst die Knochen hinter deinen Ohren noch einmal ein Stück von dir weg, legst den Kopf wieder ab. Du drückst die Füße und Hände in den Boden und ziehst beides zur Mittellinie und hebst jetzt dein Becken hoch. Schiebst die Knie nach vorne. Machst dich hier richtig schön lang. Atme. Halte die Verbindung von den Händen und den Füßen zum Boden, auch wenn es noch anstrengender ist. Und dann lass dein Becken wieder sinken. Leg es ab zur Matte. Spür einen Moment nach und wir gehen noch einmal. Hände und Füße verwurzelt, die ziehen zur Mittellinie. Du hebst dein Becken, schiebst die Knie nach vorne, hebst sanft den Kopf, schiebst die Knochen hinter deinen Ohren noch einmal von dir weg und ziehst dich in die Länge. Atme hier. Dein Ausatmen lässt dein Becken wieder sinken. Atme. Streck ein Bein nach dem anderen hoch zum Himmel. Lass einen Moment einfach die Beine ausgestreckt. Atme. Winkel die Beine an. Stell die Füße auf. Für eine Atemübung zum Schluss streck dich lang auf deiner Matte aus. Die Füße gerne hüftweit oder mattenweit geöffnet, sinken nach außen. Die Arme auf Höhe deiner Schulter zur Seite ausgebreitet. Genau, Handrücken abgelegt. Schließ die Augen. Das Ganze nennt sich Kreuzatmung. Und zwar überkreuzt du den Atem vom Herzen zu deinen Füßen, vom Herzen in den Kopf und vom Herzen in die Fingerspitzen. Aber ich sage alles an. Einfach folge meinen Worten. Wenn du die Augen geschlossen hast, nimm Verbindung zu deinem Herzen auf. Stell dir das Pulsieren der Energie dort vor. Auch hier ein Geben und Nehmen. Immer wieder zurück und wieder davon weg. Und dann stell dir vor, dein Einatmen beginnt im Herzen, wandert über deinen Bauch bis zu den Zehenspitzen. Und dein Ausatmen wieder in umgekehrter Weise zurück zum Herzen. Atme ein vom Herzen bis zum höchsten Punkt an deiner Schädeldecke. Ausatmend wieder zurück zum Herzen. Vom Herzen atme zu beiden Seiten ein bis in die Fingerspitzen. Und dein Ausatmen wieder zurück zum Herzen. Einatmen vom Herzen in die Zehenspitzen. Aus, wieder zurück zum Herzen. Ein, vom Herzen bis zur Schädeldecke. Aus, zurück zum Herzen. Ein, vom Herzen in die Fingerspitzen. Aus, zum Herzen.
gerne noch zwei Runden nur für dich. Und es ist egal, wo du anfängst und wo du endest. Bleib bei deinem Atem. Beende deine Runde in aller Ruhe. Und richte dich dann langsam für die letzte Haltung ein. Nimm dir, vielleicht brauchst du noch was zum Zudecken oder Anziehen. Und dann nimm die Arme gerne zurück neben deinen Körper, auch etwas entfernt. Schließ die Augen, wenn du sie noch geöffnet hast. Und vielleicht noch 2-3 Mal. Ganz bewusst deinen Atem führen. Vielleicht mit dem Mantra loslassen, verbunden. Und dich dann ganz darauf einzulassen. Nichts mehr zu tun, nur noch zu sein. Glücklich, zufrieden. Ruhe und Stille. Und gerne, wenn du magst, bleib liegen oder entscheide dich wieder dafür, tiefer zu atmen. Ganz achtsam
langsam dich über kleine Bewegungen von deiner Unterlage zu lösen, die Finger und Hände, die Zehen, deine Füße, die Arme, deine Beine. Vielleicht magst du dich strecken und räkeln und dehnen, gähnen, wenn es dir gut tut. Dich gerne noch einmal, wenn du magst, auf eine Lieblingsseite rollen. Einfach einen Moment hier ankommen. Dir alle Zeit der Welt hier zu gönnen, wieder zurückzufinden. Und wenn du magst, dich langsam aufzurichten. Noch einmal einen bequemen Sitz zu finden. Gerne bring die Hände vor deinem Herzen zueinander. Finde dieses Mantra der Lotusblüte, indem du die kleinen Finger beieinander lässt, die Daumen und die anderen Finger einfach voneinander öffnest und so diese wunderschöne Blüte entstehen lässt. In Verbindung zu deinem Herzen, die Lotusblüte, die jeden Tag aus dem Schlamm erwacht, zu einer wunderbaren Schönheit. Lass dein Licht jetzt hier in dieser Lotusblüte strahlen. Nimm die Hände im Namaste wieder zueinander. Und dann öffne deine Augen. Ich wünsche euch wunderschöne Ostern. Lasst euch gut gehen. Und bis bald. Und vielen Dank, Lisa. Mm-hmm.